So. Das ist der Eingang zu Casa Luna. Hier ist das Kamin, Fernsehen, Gitarre haben wir auch. Also der Sitzbereich vom Haus. Sofa. Da seht ihr schon einen Teil von der Terrasse. Hier schauen wir jetzt gleich mal weiter. Hier ist die Essecke. Hier haben wir unsere Küche mit Bar. Hier ist der Empfangscocktail mit Früchten. Dann gehen wir doch mal gleich weiter. Hier geht es weiter. Das ist Heizung, Klimaanlage, damit keiner friert oder schwitzt. Hier ist unser eines Badezimmer mit Badewanne. Alles sehr rustikal. Gleich mal weiter. Hier geht es in die Schlafräume. Hier ist das große Schlafzimmer mit Doppelbett. Man kann also von jedem Zimmer kommt man auf die Terrasse. Mit Kleiderschrank. Hier haben wir den anderen Schlafraum mit zwei Einzelbetten. Auch wieder. Hier haben wir dann unsere Dusche. Dieser zweite Duschraum. Genau. Das ist eigentlich schon alles von der Casa Luna. Versuche ich mal hier rauszukommen auf die Terrasse. So. Jetzt sind wir auf der Terrasse. Hier haben wir ein Sonnendach mit Frühstückstisch hier draußen. So, das hier ist unser Grundstück. Hier ist unser Pool. Aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Das ist der Außenbereich. Hier nochmal eine Dusche. Und hier ist der Waschraum, Abstellraum. Hier können wir nochmal alles sehen. Genau. So. So, wie gesagt, das ist unser Grundstück. Feriengäste sind aber für sich.
der Weg zu unserem Haus. Hier oben könnt ihr das sehen. So. Die Barcelona hier. Der eigene Eingang für die Gäste. Ihr seht, es sind auch Bäume, schattige. Hier ist nicht so warm haben möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt eine Vorstellung, wie ihr euren Urlaub verbringen könnt. Wenn es euch gefällt, dann seid ihr ganz herzlich willkommen.